So, Dali. Dann fangen wir mal hier an. Weiter zum Gruben. So, gut, wenn wir mit den zwei Feldern jetzt dann fertig sind, werden wir dann anfangen zum Ansehen den Helfer schicken. Aber ich habe mir überlegt, wir werden uns doch eine bessere Seemaschine holen. Und eben zwar diese Horsch. Die schaut schon ganz gut aus. Wir sagen jetzt wirklich noch, wir pfeifen einmal drauf. Machen das wirklich mit beiden Ladewagen, dass wir da im Oldtimer zum Beispiel hinterherfahren. Oh, wir brauchen nicht mal einen Oldtimer. Noch den Glaser. Oder wir laden es generell nicht auf den Ballenladewagen auf, sondern wir laden es, auf den normalen Doppelanhänger auf. Das können wir aber dann erst machen, wenn wieder Tag ist. Ja, ansonsten geht schon was weiter wieder. Die Anseeperiode wird uns jetzt noch ein bisschen was kosten. Sparen werden wir dann eben sowieso. Dann bräuchten wir den Drescher von dem Fanggamer irgendwann, um uns das da drüben zu ernten. Dort, wo jetzt die Karotten sind, das werden wir jetzt auch gleich grubern, dass wir da auch ein Mais anbauen können. Also, ihr seht, der Plan ist da.
So. Weiter geht's. Aber ich habe gesagt, anfangen. So, der Blaulichtparty. Da, ba, da, ba, was natürlich auch ist, wir müssen dann wirklich mal in den Einstellungen schauen. So, da. Das kann ich auch 250 machen. So, ein paar noch Feineinstellungen gemacht. Du-du-bi-bam.
Jetzt haben wir ein bisschen ein Minus. Aber ich hoffe, dass das sehr bald weg ist. Man sagt, das ist jetzt halt das tägliche. Und noch an Zinsen und so anfällt. Ich wollte es ja nur probieren, ob der Helfer arbeitet. Und ein Kontostand, aber auch der sagt dann Danke. Für so ein Gesindel arbeite ich nicht. Dun, dun, dun. So. Next one. Sehr schön auf jeden Fall. Ja, sehr schön. Sehr schön. So, muss er schon. Dann fahren wir darauf. Also in der Mitte werden wir wahrscheinlich auch irgendwann entfernen. Wenn wir dann auch ein bisschen forstlicher unterwegs sind. Ein bisschen Geld für das haben. So, ich hatte da jetzt einmal wieder Runden fahren.
Sehr schön. Sehr schön. Sehr gut. Es läuft wirklich gut dabei. Also, nun müssen wir jetzt noch warten. Dann werden wir mal die Sämaschine auffüllen. Sehr schön. Das ist natürlich ideal zum Wenden der Grube. Sehr schön. Und auch der Traktor, du bist jetzt souverän zufrieden mit dem Holland.